Weil wenn die nicht am Matchmaker was ändern, dass Teams gegeneinander kommen, die einigermaßen gleich stark sind, wie auch immer die das machen wollen. Aber Wargaming hat nun mal alle Spielerdaten. Also die können ja alles, was die Spieler so betrifft, irgendwie statistisch erfassen, tun sie ja auch, und können das beim Matchmaking gegeneinander bringen. Wenn sie es dann nicht schaffen, die Schiffe schon mal ausgeglichen zu gestalten, also gleich viel Radar auf beiden Seiten beispielsweise im High-Tier. Na, wenn du jetzt gewertete Gefechte spielst und die einen haben 3 Radarkreuzer und die anderen haben keinen. Das brauchst du doch nicht zu spielen, dieses Spiel. Das ist Zeitverschwendung. Das ist einfach nur Zeitverschwendung. Wenn die das nicht anpassen, das macht keinen Sinn. Und ich behaupte einfach mal, weil Wargaming das bewusst ist, dass solche Sachen total beschissen sind und total hohl sind. Und die lernen es auch nicht hier, die beiden. Die sind auch hohl. Wenn du das siehst, dann verstehst du, warum die Leute pink werden, wenn sie aus dem Gefecht gehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Wargaming genau weiß, dass die meisten Spieler aus den meisten Gefechten rausgehen würden, wenn sie dann nicht bestraft würden. Weil es einfach so ungleich ist. Humphrey, moin und vielen lieben Dank für 9 Monate Patenschaft. Ich danke dir. So, und du? Was hast du jetzt vor? Guck dir mal an, wo du hinfährst. Guck mal, wir fahren mal gemeinsam. Wir wollen nämlich dahin und nicht dahin. Weißt du? Ein bisschen mehr ans Cap ran. Da, genau. Da wollen wir hin. Ja. Nee, 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 nee. Da wollen wir hin. Ja, genau. Wir wollen unsere Z beim Cappen unterstützen. Ah, sehr gut. Was haben wir? Zyklon, na dann. So, nun ist er hinter der Insel. Nee. Wo sind die Treffer am Torpedoschutz? Geht ja gar nicht. Oh, und das hier geht auch nicht, ehrlich. Guck mal, erst will er hier hinten hin, dann schubst ich ihn nach vorne und jetzt wird er aber sehr mutig. Na, Omaha, willst du Miyoko hinterher? Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Nee. Sowas. Oh oh. Oh oh. Oh, Chuking! Ist ja schön, dass du das machen willst, aber... Das wird nix. Gegnerische
Da kommt eine Gneisenau, da. Dann schießen wir auf die Jarvis. Naja. Oder vielleicht schaffst du es hinter der Insel durchzukommen und. Naja. Hinter deinem Smoke. So, Jarvis. Und du bleibst da an der Gneisenau hängen und. Jo. Joko, du hast doch auch auf mich geschossen. Ich kann mich da erinnern. Bin ja nicht nachtragend, aber sowas vergesse ich auch nicht. 970! Dreht wieder zurück, okay. Einmal hinter der Insel durchgeschossen, sozusagen. Ja, genau. 88 bleiben stehen. So, Gneisenau. Gejagt vom 7er und 6er. Yay. Jo. Dass der mit der Chun King das nicht überleben würde, war klar. Na, Celebes? 5000, okay. Ich könnte hier ein wenig Hilfe gebrauchen. Hilfe! Ich glaube, das schalte ich mal auf HE. Oh, 6000. Alter! Ich kann ja nur wegrennen. Das Problem ist, dass hier natürlich dann irgendwann der Karten rankommt. Gneisenau schießt HE! Yay! Na, dann ist das ja alles halb so schlimm. Na, guck mal. Der ist nämlich schneller als ich, der sagt der. Ja, schon kommt die Sek. Hast du gelöscht? Nö, hast noch nicht gelöscht. Ich muss jetzt irgendwie die Insel hier für mich nutzen. Ich weiß noch nicht wie. Alter. Ranger. Du könntest mir hier mal helfen. Also selbst im Zyklon komme ich jetzt ja nicht weg. Weil, ne, ihr seht. So. Help, help, help. Oh, Secondary! Komm, gib's ihm! Witzig. Feueralarm!
Vielleicht kann ich mir vorne seine Kanonen mal wegschießen. Na? Torps raus oder nicht? Oh, und jetzt kommt die andere Seite. Torpedos, acht aus! Genau. Du Tier 7, ich Tier 5. Du Torps, ich nicht. Du raus, ich nicht. Nun wird das eng. Oh, und in Numex ist ein Ranger dran. Ja, okay. Hallo? Sebit, nicht da, nix da, nix da. Hier ist niemand salzig. Niemand hat die Absicht, salzig zu sein. Ich habe bloß das Problem, der müsste unsere... Also, ich kann jetzt hier schon mal so ein bisschen wieder in den Bereich Kiten wechseln. Also, ich fahre jetzt hier hoch, um das Captain zu verteidigen, wenn der CV auf die Idee kommt. Okay. Kurz gespottet. Also wird die Jervis gleich... Da ist er. So, und von der Warspoid kann ich wegfahren. Da bin ich schnell genug. Der holt mich nicht ein, wenn ich es nicht will. Nein. Capst du? Ja. Da muss er also da irgendwo sein. Nein, er ist ein Stückchen vorgefahren, der Sack. Und unser CV spottet ihn nicht. Weil er nicht kann, weil er immer noch im Nebel steht. Okay. Torpedos auf Steuerbord. Torpedos, achte aus. Unser Team hat die Führung übernommen. Na komm. Ach, jetzt bin ich aus den 8 Kilometer raus. Warte, nach Minimap. Nein. Oh oh. Ah. Tja. Unser Sieg ist in Sicht. Alter, hab ich ein geiles RNG hier. Ja. CV, spotte ihn doch. Nein. Er geht lieber auf die Bossfight.
gegnerische Schlachtschiff gesunken. Na, Jarvis? Und da ist es vorbei. Oh. Ah, alter Schwede. Na? Der Ranger mit der Königsberg. Das sind die, mit denen wir gerade gespielt haben, ne? Ranger ist wieder mal grandios letzter. Hat jetzt 37 Spiele, glaube ich. Ja, ne? Es wird weniger. Das wird auch nicht mehr. Wenn der so weitermacht und ich begreife, dass er auf Tier 6 nichts verloren hat. Mit 37 Spielen hat er auf Tier 6 nichts verloren. Der kann auch in 8er kommen. Was soll er denn da? Ob du den jetzt hast oder nicht. Du spielst sofort ohne CV dieses Spiel, wenn du den im Spiel hast. Tja, und das war... Nee, gegen wen? Hier. Gegen ihn haben wir, glaube ich, ne? Salty Noob? Tja. Ja, gegen Salty Noob haben wir gespielt. Also, nettes kleines Feuerfest und das First Blood. Ja, und der Rest, ne? Alles gut. Ja, es ist, das ist schlichtweg peinlich. Es ist einfach peinlich. Aber es ist eben nicht peinlich für diesen Spieler, es ist peinlich für Wargaming, finde ich. Dass Wargaming es zulässt, dass Spieler solche negativen Spielerfahrungen haben. Zum einen ja er selbst, dem wird es da auch keinen Spaß machen. Der reißt da gar nichts, weil er gar nicht weiß, was er überhaupt tun muss. Er hat keine Chance, irgendwas zu machen, weil der hat 37 Spiele. Woher soll er es denn wissen? Aber er ist auf Tier 6 und das geht nicht. Der hat mit 37 Spielen maximal Tier 3 Niveau. Maximal. Aber er ist auf Tier 6. Ja, werde ich nicht verstehen. Muss ich ja auch nicht.